Hallo zusammen, ich bin Bernd Schuch, ich bin Badminton-Trainer mit einer gültigen B-Lizenz und bin hier als solcher an der RWTH eingesetzt. Badminton ist eine Indoor-Rückschlagsportart, ist aus meiner Sicht eine sehr anspruchsvolle Sportart. Sie ist schnell, erfordert koordinativ ein großes Handlungsvermögen und sie kann als Einzel, als Doppel und als gemischtes Doppel gespielt werden. Hier werden Level 1, Level 2 und Level 3 angeboten. Level 1 ist das Basiswissen, die Grundschule im Badminton. Sie beinhaltet Grundschläge und koordinative Übungen, sodass man sich auf dem Badmintonfeld badmintonspezifisch bewegen kann. Level Nummer 2 schafft die technischen, koordinativen und physischen Voraussetzungen, um im Spielfluss mit Freude zu spielen. Es beinhaltet auch erweiterte Schlagtechniken und Koordinationsübungen, sprich Footwork. Level 3 beinhaltet vornehmlich komplexe Schlagübungen. Sie sollen dazu führen, dass man einen Schlag nicht nur ausführen kann, sondern nach Möglichkeit im Spielfluss so wenig bzw. keine Fehler macht. Das Training beinhaltet auch Finden, erweiterte Schläge wie Smash, geschnittene Schläge und hat einen erhöhten physischen Anspruch. Voraussetzung aus meiner Sicht ist das Motivation, ja, absolutes Muss. Physische Voraussetzung Level 1 eher weniger, also es muss niemand Angst haben. Allerdings wächst der physische Anspruch mit jedem Level. Das heißt, physische Voraussetzungen für ein Level 3 sind notwendig. Non-Marking-Turnschuhe. Und die sollen nach Möglichkeit mit einer Gelanlage an der Hacke sein, sodass man sich nicht verletzt. Und Level 1 und 2, Schläger können grundsätzlich ausgeliehen werden, allerdings ist ab Level 3 ein eigener Schläger notwendig.